Hallo, meine Lieben, ich habe heute eigentlich meine September-Liste für euch, was ich alles im September gelesen habe. Und zwar waren es neun Bücher, nur neun. Ja, es klingt jetzt erstmal viel, aber es war gar nicht so viel, weil ich habe insgesamt 2295 Seiten nur gelesen gehabt. Das macht circa 77 Seiten pro Tag. Was sogar weniger ist als im August, obwohl ich im August noch weniger Zeit hatte zum Lesen, also ist es im September noch weniger geworden. Ich bin gespannt, immerhin sind ein paar Bücher von meinem Sub gekommen, endlich mal. Ich habe auch eine Reihe beendet. Ich habe Reihen fortgeführt und ja. Und ja, ich habe auch mir fünf Mangas ausgeliehen, die habe ich jetzt natürlich nicht mehr. Die musste ich schon in der Zwischenzeit schon wieder abgeben in der Bücherei. Und da habe ich mal Magical Friday 5 und 6 gelesen. Merry Nightmare habe ich Band 1 gelesen. Also was ganz Neues. Dann habe ich My Little Monsters 3 und 4 waren es, glaube ich, oder? 3 und 4 gelesen gehabt. Und ja, dann würde ich sagen, erstmal zu meinen Fortsetzungen. Da habe ich nämlich den 15. Band von der lieben Niki ihrer Reihe gelesen gehabt. Es ist natürlich wieder sehr packend und spannend, hat es geändert. Ich bin sehr gespannt, was alles noch passiert und was sie sich noch alles so ausgedacht hat. Und ja, wie es weitergeht, werde ich selber irgendwann mal erfahren. Ich weiß ja nicht, wann der nächste Band rauskommt. Beziehungsweise als E-Book gibt es ja schon mehr. Aber ich will die Printausgaben, das wisst ihr ja. Dann habe ich den vierten Fall von der Franz Eberhofer-Reihe gelesen gehabt, von der Rita Falk, Grießnockel-Affäre. Und oh mein Gott, ihr wisst, ich liebe diese Reihe. Ich lese sie immer so Oktober, November, Dezember rum, obwohl Dezember jetzt nicht mehr arg passt, aber so ab dem Oktober lese ich auf jeden Fall Rita Falk. Ja, es ist nicht nur spannend, es ist auch lustig und oh, ich liebe dies mit dem bayerischen Akzent und es ist einfach nur lustig. Lustig, lustig, lustig. Dann habe ich eine Reihe beendet, zwar von Ava Reed. Ich weiß gar nicht, wie die Reihe heißt. Hab's schon wieder vergessen. Der erste hieß ja Spiegel Splitter. Der zweite heißt Spiegel Staub. Und ich habe keine Ahnung, wie die Reihe heißt. Ich habe es wirklich vergessen. Aber ich habe somit eine Reihe beendet. Spiegelsaga. Ich habe es gerade hinten gelesen. Spiegelsaga. Und ich habe Spiegelsaga somit beendet. Ich freue mich riesig drüber. Und es war so ein putziges, knuffiges Ende. Oh mein Gott. Also damit hatte ich nicht gerechnet. Und ja, war sehr spannend, sehr packend. Man ist förmlich so über die Seiten geflogen. Es ist ein bisschen dünner als das erste, hatte ich so ein Gefühl, so um die 50, 60 Seiten rum, dass es weniger Buchseiten hat als erste Band, macht aber überhaupt nichts. Und ja, was soll ich sagen? Finn und diesmal habe ich mir ihn gemerkt, aber sie nicht. Caitlin. Caitlin. Genau, Caitlin und Finn. Und ja. Was die beiden so erleben und was alles noch passiert. Ja, lest es. Also die Geschichte ist echt richtig, richtig gut. Dann habe ich zu guter Letzt noch ein Ini-Lorenz-Buch gelesen gehabt, Feuertochter. Ja, diesen dicken Schinken habe ich tatsächlich geschafft zu lesen. Und was soll ich sagen? Man kann durch die Geschichte vielleicht so ein bisschen nachvollziehen, diesen, sage ich jetzt mal, Kampf oder Meinungsverschiedenheit zwischen Irland und England. Ja, weil das wird nämlich da gerade aufgegriffen. Ciara oder Sierra lebt natürlich in England und in Irland und Irland wird gerade von den Engländern besetzt. Und ja, und sie versuchen natürlich da die Engländer aus Irland zu vertreiben.
Und ob es ihnen gelingt und was alles noch so passiert und was Sierra, Chiara, wie auch immer, alles so erlebt und richtig, richtig toll gemacht. Es ist auch, ja, wie immer in solchen Abschnitten, also in so Teile eingeteilt. Teile. Und ja, fand ich sehr, sehr gut und ja, hat mich sehr unterhalten. Es war mal ein Einzelband. Ja, ich dachte mir, wenn ich schon rein fortgesetzt habe, darf auch mal ein Einzelband von meinem Sub runter. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich hoffe, dass der Oktober natürlich besser wird, lesetechnisch. Und ich bin sehr gespannt. Ihr könnt natürlich auch gespannt sein, was ich alles so lesen werde, weil ich zum ersten Mal keine Lesemonat habe. Also ich habe mir diesmal keine Bücher vorgenommen, weil ich mir so gedacht habe, so ja, kommst, das, was du dir vornimmst, schaffst du eh nie. Jetzt liest du einfach mal so drauf los und guckst, wie es wird. Vielleicht wird es besser, vielleicht schlechter. Ich weiß es nicht. Und ich sehe es ja dann Ende des Monats. Okay, meine Lieben, das war's von mir. Tschüss, bis zum nächsten Video.